Moin liebe Freunde, seid gegrüßt, recht herzlich willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es wieder ein neues Unboxing, zwar habe ich heute das Collabo-Album von Casey Rebel und Summer Jam. Das Ganze heißt Maximum und gibt es natürlich in der limitierten Fanbox-Edition zum Unboxing für euch von mir, wie gewohnt. Ja, liebe Freunde, Casey Rebel, Summer Jam haben ein gemeinsames Collabo-Album herausgebracht. Richtig nice, ich konnte vorab leider noch nicht in das Album reinhören, da heute Donnerstag ist und das Album eigentlich erst am 16., also morgen am Freitag erscheint. Ich habe die Box aber heute schon bekommen, hatte ich noch nie, dass eine Box so zeitig ankommt, eher, dass sie vielleicht ein bisschen später kommt, aber dass es einen Tag vorher kommt, das hatte ich bis jetzt noch nie. Also jetzt bin ich auch mal einer der Ersten mit, der eine Box schon vor Release vorstellen kann, ja. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich habe mich natürlich wieder vorinformiert, was in dieser Box enthalten ist. Da ist eine Jacke ist drin, jede Menge Musik, eine DVD und ja. Lassen wir uns auf jeden Fall überraschen. Werden wir zusammen gleich alles auspacken. Ich kann euch nur empfehlen, schaut euch das Snippet zum Album an. Das ist nicht gemacht wie so ein normales Snippet, wo bloß die Tracks laufen, sondern ich muss sagen, das ist wie so ein Musikvideo gemacht. Also da werden alle Titel einzeln angespielt, nur dass die Jungs eben dazu live rappen, also auf der Straße. Also wirklich wie ein Musikvideo gemacht. Finde ich persönlich richtig cool. Hau ich euch unten mal in die Videobeschreibung, könnt ihr euch echt mal reinziehen. Das ist wirklich richtig cool gemacht. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wir starten einfach mal mit dem Unboxing zum gemeinsamen Album von Casey Rebel und Summer Jam. Maximum, los geht's. Als erstes kommen wir erstmal wieder zum Boxdesign. Als erstes machen wir erstmal wieder die Folie ab. Natürlich wieder mit dem Küchenmesser, das muss immer dabei sein. Die Box ist sehr groß. Also es hat so die Form von einem Schuhkarton. So, Folie ist schon mal ab. Also ihr seht schon, das ist wirklich wie so ein Schuhkarton, also auch von der Größe her, es geht voll als Schuhkarton durch. So, schauen wir uns erstmal das Cover an, wir sehen die Initialen KC, Summer Jam, so ein Blitz dazwischen, das sieht so ein bisschen aus wie von AC/DC, also so ein bisschen nachempfunden. Dann haben wir hier unten links in der Ecke einen FSK 12 Aufkleber, zwecks der DVD, ist leider auf die Kiste drauf gedruckt, finde ich jetzt ein bisschen schade, wie gesagt, ich finde das persönlich immer besser, wenn man das abmachen kann. Okay, schauen wir doch mal rum, hier haben wir einmal Maximum stehen. Und dann haben wir auf der rechten Seite Maximum, Made by Casey und das kann man hier richtig lesen, also Casey Rebel und Summer Jam, Bangerstore.com, das typische Logo und natürlich hier dann so von Banger Music, Bangerstore, H2000, ja die ganzen Logos eben und so. Maximum Fanbox, hier ist der Barcode zu finden, das heißt die Box gibt es also auch bei Mediamarkt und Saturn zu erwerben, schaut da. Für euch gibt es die Box natürlich unten wieder in der Videobeschreibung, könnt ihr gerne nachschauen. So, hier haben wir auch nochmal Maximum stehen und auf der linken Seite Maximum Made by KC, Summer Jam, Bangerstore.com. Das hat man ja gerade alles. Schauen wir hinten nochmal drauf, hinten ist nichts drauf, also wirklich, wie ihr seht, ein reiner Schuhkarton. Und der öffnet sich ja schon ganz leicht, den wollen wir jetzt natürlich auch gleich öffnen. So, schauen wir doch mal rein und da kommt uns schon so ein Papier entgegen, also wirklich wie als wären Schuhe eingepackt. Das stelle ich mal hinten hin. Da haben wir, oh, das sieht schon mal richtig nice aus. Das wird die Jacke sein. In so einem extra Beutel mal verpackt. Richtig cool, wie so eine Überraschungskiste mit diesem Papier. Das kommt richtig cool. So, was haben wir hier? Hier haben wir ein Mixtape, oder? Genau, das Mixtape. Dann Instrumentals CD, die DVD, das Album, oh krass, Patches, also für die Mützen, jeder der von euch, jeder weiß ja von euch bestimmt, dass es diese, ja meistens diese Cappies dazu gibt und dann gibt es immer Patches dazu, also ich habe da jetzt zweimal, nochmal zwei Patches dazu für jeder der schon so eine Mütze hat, richtig cool. Feier schon mal bei Banger, dass da immer so ein Patch immer dabei ist eigentlich, bei jedem Künstler. So, jede Menge Aufkleber. Ein Poster. Noch Aufkleber. Irgendeine Dankesagung. Und Banger Store, bisschen Werbung ist auch mit drin. Und das ist der Inhalt des Schuhkartons. Also wirklich schon mal cool gemacht, also gefällt mir echt cool von der Aufmachung her. So, jetzt tun wir mal alles weg. So, mit was beginnen wir denn heute? Also wir haben schon mal wieder jede Menge Musik, eine DVD, die Jacke, wie gesagt, und jede Menge. Ich beginne heute einfach mal mit den Aufklebern.
Da sind schon mal jede Menge dabei, auf jeden Fall. Das ist schon mal ein Plus. So, haben wir ein riesengroßes Maximum. Das Ganze zweimal. Das ist wirklich, wie gesagt, cool. Mehrere Aufkleber, das ist wirklich, das feiere ich extrem. Da hat man mehrere zum Aufkleben, welche zum Aufheben und welche wirklich zum, ja, irgendwo hinkleben. Hier die beiden Herren. Mit dieser Jacke, die ist übrigens enthalten in dieser Box. Kommen wir aber erst zum Schluss dazu, würde ich sagen. So, du musst mir geben. Du musst mir geben. Ach so, nochmal, cool. Nicht jetzt, nicht jetzt. Also, schon mal jede Menge Sticker. Richtig cool, so muss es sein. Ja, dann ein bisschen Werbung. Banger Store, holt euch die 10% Rabatt. Schenke ich euch. Dann kommen wir als nächstes zu den Patches für die, wie gesagt, für dieses Cap, was eigentlich sonst immer bei jedem Banger, nee, nicht immer, aber also beim letzten Casey Rebel Album war auf jeden Fall dieses Camouflage Cap drin. Und wie gesagt, jedes Mal gibt es so ein Patch mit Klette, macht ihr vorne auf die Mütze drauf. Das ist eigentlich wirklich immer richtig nice Zugabe. Das ist wirklich cool. Ja, Maximum und nochmal die Initialen der beiden Interpreten. Coole Sache auf jeden Fall. So, was haben wir denn hier? Danke, dass du unsere Box gekauft hast. Wir haben hart dran gearbeitet, viel Herzblut reingesteckt und hoffen, du bist mit dem Endprodukt, das du nun in deinen Händen hältst, zufrieden. Jetzt pack alles aus, dreh die Mucke auf Maximum und feier unser Album. Viel Spaß dabei, Casey Rebel Summer Jam. Richtig cool, eine Dankesagung. Hatte ich bis jetzt auch noch nie irgendwie in der Box drin. Also meistens steht es ja hinten in den Credits drin. Obwohl, letztens hat sich auch, ich glaube bei Materia, der hat sich auch bei seinen Fans direkt bedankt mit so einem kleinen Zettel. Zumindest in der CD drin, aber immerhin. Coole Sache auf jeden Fall. Das ist wirklich mal so, ja, ein bisschen auf Support an die Fans. So, was machen wir als nächstes? Nächstes, das Poster müsste ich schon wieder umbauen. Ne, wir schauen jetzt erstmal uns in die CDs rein. Das finde ich schon mal richtig geil, dass das hier also wirklich farblich abgestimmt ist mit der Jacke. Und natürlich dann extra nochmal das Album. Das ist cool, dass sich das nicht so langweilig durchzieht, eine Farbe, sondern wirklich ein bisschen Abwechslung in der Box. Das finde ich persönlich wirklich richtig cool. So, starten wir mit dem Mixtape. Haben wir natürlich jetzt jede Menge zum Öffnen heute. Kommt mein Messer heute mal richtig zum Einsatz. Und das natürlich muss ich auch sagen. Jede, also nicht in einem Pappschuber verpackt, wie sonst eigentlich schon immer die Mixtapes oder die Instrumentals-CD, sondern wirklich alles extra nochmal eine Plastehülle. Also das ist wirklich richtig nice, das ist richtig cool. So, mit extra hier Einlegeplatten und so, also wirklich haben die Jungs sich wirklich Gedanken gemacht, um das wirklich richtig gut umgesetzt. So, das ist das Mixtape. Das mache ich gleich mal richtig rum rein. Ja, haben wir die ganzen Tracks, sehen, ob ihr sie richtig lesen könnt. Mit jede Menge Features, oder? Achso, Casey Rebel, na, ist ja klar. Aha, wer ist sonst mit drauf? Nur sonst eigentlich mal bloß Casey Rebel. Naja, gut, okay, ist ja klar. Okay, also das ist das Mixtape. Dann haben wir als nächstes die Instrumental-CD. Also das ist wirklich, wie gesagt, cool, in einer extra Plastehülle, nee, in einem Pappschuber. Ich meine, es hätte gereicht, wenn man die mit hier reingehauen hätte. Aber obwohl, hier ist auch nochmal eine mit drin. Na gut, schauen wir da nochmal. Auf jeden Fall, hier haben wir nochmal die Instrumental-CD. Natürlich auch wieder in Folie verpackt. Also das ist wirklich krass. Ich hab's dann gleich. Irgendwann. So, das ist die Instrumental-CD. So sieht das Ganze aus. Ja, so ist besser. So. Und natürlich auch wieder mit ganzen Faltblatt. Also wirklich richtig cool. So. Jetzt kommen wir noch zur DVD. Das ist die DVD, ab 12 freigegeben. Ja, eine Doku. Sehr cool.
Also wirklich, DVD ist natürlich auch immer nochmal was. Persönlich kann man da natürlich ein bisschen reinschauen, wie die Produktion war zum Album und so hinter die Kulissen. Das finde ich immer sehr interessant. So, das war das. Jetzt kommen wir zum Album Maximum, Casey Rebel Summer Jam. Hier vorne mit dem, ich weiß gar nicht, was das ist. Ist das ein Bentley oder sowas? Ne, ein Rolls-Royce, oder? Mit dieser Figur hier oben drauf. Ich glaube, das soll ein Rolls-Royce darstellen. So, wie viele Tracks haben wir denn hier drauf? 15 stabile Tracks. Feature-Gäste sind Hamas. Ich hoffe, es spreche ich richtig aus. Hamas. Und... Oh, ich sehe gerade, die Hülle ist ja schon ein bisschen beschädigt. Adel Tawil, genau, das ist ja schon veröffentlicht. Voll mein Ding. Also das, davon gibt es ja schon ein Video. Tabasco ist, glaube ich, auch schon draußen, so wie ich richtig gesehen hatte. Und was war noch? Ich glaube, es war noch irgendeins. Ja, auf jeden Fall, ich glaube, es war noch irgendeins. Also auf jeden Fall Tabasco und das mit Adel Tawil, das ist schon veröffentlicht, die beiden Tracks. So, öffnen wir das Ganze natürlich auch nochmal. Dann haben wir endlich die ganzen Folien hinter uns. Sorry übrigens für den Straßenlärm, ich wohne direkt an der großen Hauptstraße. Das lässt sich manchmal leider nicht ganz vermeiden. So. Achso, da waren zwei CDs. Ach, hier ist noch eine EP mit drin. Ach, das ist krass. Also, Leute, jede Menge Mucke. Jetzt lernt das hier ein bisschen. Da kommt uns auch schon gleich das Album entgegen. Maximum. Jetzt geht das hier wieder übelst schwer rein. So, ist alles noch ein bisschen knackefrisch. Und hinten haben wir noch eine EP. Also es ist echt krass. Die Jungs haben sich echt Gedanken gemacht über den Inhalt. Also es ist wirklich eine sehr starke Box. So, hier haben wir nichts. Dann schauen wir natürlich noch ins Booklet rein. Ich hoffe, ich kriege das gleich wieder auf Anhieb raus. Übung macht den Meister. So, schauen wir doch mal rein. Ist es das, was ihr wollt? Okay, mit den ganzen Tracks, mit ein paar Bildern dazu. Wirklich schön gemacht. Also wirklich extrem guter Start, die ganze Box. Also vom Design her, vom Inhalt. Also absolut geile Box. Hier habt ihr nochmal die Tracks, also 5 Tracks sind nochmal auf der EP drauf. Genau, das ist gut, dass man hier nochmal nachschauen kann. Oder sind es mehr? Ne, 5 Tracks habt ihr nochmal zusätzlich. Coole Sache, Credits, Banger Music. Jede Menge Kohle. Ja, coole Sache. Gut gemachtes Booklet, kann man absolut nie meckern. So, das war das Album. Würde ich sagen, machen wir als nächstes noch das Poster. Dafür muss ich aber jetzt wieder kurz umbauen. Deswegen wartet mal kurz, Leute. So, Leute, da haben wir das Poster. Ist von beiden Seiten bedruckt. Hier haben wir nochmal das Cover der CD. Maximum Casey Rebel Summer Jam mit dem Rolls-Royce. Ist ein richtig starkes Poster. Also nicht irgendwie so leichtes Papier, sondern richtig stark. Also ist, und ist natürlich eine relativ kleine Größe, aber ist vollkommen ausreichend. Dieser zu riesengroße Poster, die hängt sich eh niemand hin. Also ich würde mir das zumindest kennen. Riesengroßen Poster hinhängen. Und dann haben wir auf der anderen Seite nochmal Summer Jam mit Maximum. Also eine Tour gibt es auf jeden Fall. 2017 geht auf jeden Fall hin. Da habt ihr die Tour-Dates. Ja, coole Sache. Kleines, stabiles Poster auf jeden Fall. Hochwertigster Druck. Also keine Beschädigung irgendwie an den Faltungen oder so. Also wirklich, kann man absolut nie meckern. So, schalten wir wieder rum. Jetzt kommen wir noch zur Jacke. So Leute, ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, ich bin jetzt schon wieder bei knapp 14 Minuten oder so, also das Video wird heute wieder ein bisschen länger, sorry dafür. Ich versuche mich wirklich immer kurz zu fassen, aber ja, ich quatsche einfach mal zu viel, ich weiß. So, kommen wir noch kurz zur Jacke. Also das sieht wirklich mal richtig geil aus, sind extra in so einem Beutel verpackt, mit dem Logo drauf, Banger Music. Richtig cool, schauen wir rein. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Da habt ihr das gute Stück. Es ist auf jeden Fall schon mal, fest sich auf jeden Fall schon mal sehr gut an. Also nicht irgendwie billig, wie ich es dachte. Irgendwie so billiger Stoff oder so, aber es ist halt ganz leichter Stoff. Gott, ich hoffe, ich kriege das richtig eingefangen für euch. Nice, ist das geil.
Also ein richtiger Windbreaker, wie gesagt. Richtig hauchdünner Stoff. Hier an den Seiten mit Gummizug. Und dann natürlich in diesen Farben auch von der DVD, von der Instrumental CD und vom Mixtape die drei Farben mit hier wieder vereint. Das war so die Absicht der beiden Herren. Und dann haben wir hier auf dem linken Ärmel Maximum stehen. Oben auf der Kapuze haben wir nochmal die Initialen der beiden. So, jetzt öffnen wir das Ganze nochmal. Reißverschluss sieht auch auf jeden Fall hochwertig aus. Also kein billiger. Also ist auch kein Markenreißverschluss oder so, aber ja, auf jeden Fall gut verarbeitet. Also es ist wirklich richtig coole Sache auf jeden Fall. Jetzt schauen wir mal noch, da haben wir das Logo, Banger Music Logo. 100% Polyester, made in der Türkei. Okay, was wird das für eine Größe sein? Aber ich glaube, die hatten gesagt, das ist so one size, also dass das jedem passen könnte. Ich müsste das gucken, ob es mir auch passt, weil die sieht ziemlich groß aus. Auf jeden Fall richtig geil. Also fässt sich richtig cool an, das ist eine billig, so eine Geruchsprobe noch. Stinken tut sie auch kaum, also das ist echt nice. Das ist wirklich mal richtig geiler Inhalt. Und das Ganze für 39 Euro. Coole Sache. Die, ja, der Windbreaker. Windbreaker. Coole Sache auf jeden Fall. Kann ich euch nur empfehlen. Richtig geil. Ja, Leute, das sieht jetzt ein bisschen unordentlich aus. Ich lasse das einfach mal jetzt hier so liegen. Kommen wir nochmal zur Übersicht. Wir haben die Jacke. Dazu gibt es natürlich noch diesen coolen Beutel. Dann haben wir jede Menge Musik dabei. Das Album mit EP. Die DVD, also die Doku, dann die Instrumentals-CD und das Mixtape. Jeweils alles wirklich in Plastehülle verpackt, in einem Pappschuber. Also richtig nice. Kleine Dankesagung von den beiden an ihre Fans. Jede Menge Aufkleber. Zwei echt geile Patches wieder mal für eine Cap von Banger Music. Und ja, diesen, ja, Werbung. Wie gesagt, könnt ihr euch gerne einlösen, Code, wenn ihr wollt, die 10%. Und natürlich das Poster. Das Ganze gibt es für 39 Euro. Natürlich noch der Schuhkarton dazu. Das Ganze für 39 Euro. Also wirklich richtig nice Box. Richtig guter Inhalt. Qualitativ hochwertig. Die Jacke richtig geil. Das Ganze für 39 Euro. Musik werde ich mir jetzt auf jeden Fall als nächstes reinziehen. Und ja, Leute, das war's mit dem Unboxing. Sorry nochmal, dass es so lange gedauert hat. Ich versuche mich wirklich mal kurz zu halten, aber es ist einfach wieder mal ein bisschen ausgeartet. Egal. Ich hoffe, wir sehen uns einfach beim nächsten Video. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Schreibt mir fleißig unten in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns wirklich beim nächsten Video. Die Box gibt's unten in der Videobeschreibung. Holt sie euch auf jeden Fall. Holt das Album. Unterstützt die beiden Herren. Sie haben es auf jeden Fall reglich verdient. Deswegen, also richtig geile Box. Auf jeden Fall. Leute, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.